Willkommen bei Xenius TV. Mein Name ist Bandi Köck und wir waren live vor Ort und berichten. Ja, wir sind hier mit Mauro Monderna. Er ist Italiener, wahrscheinlich Italiener, der schon lange in Vorarlberg wohnt. Und wir sind hier in Brederis, in der Römervilla. Was geht hier vor sich die nächsten Tage? Hey, da kommt ein riesiges Programm. Wir haben Gladiatorenspielen, Tänzerin, Profi-Tänzerin aus Rom. Eine Gruppe, die macht historische Tänze. Ja. Mhm. Dann gibt es die Legio Ferrata aus Padova, Italien. Wo man Kampfformationen und Kämpfe mit den Alemannen, ja. Mhm. Also ein Programm für Jung und Alt. Und die Kinder können sie mitmachen auch. Wir haben ein spezielles Programm für die Kinder und Mädchen auch, die mittanzen können. Also gibt es für jede etwas, ja. Du hast es organisiert, ist das richtig? Ich habe organisiert, ja. Mhm. Ich bin Obmann für die Vereine der Römischen Kultur und Geschichte von Alberg in Rankweil. Mhm. Wir haben da zusammen organisiert, wie planen, wie offen, dass sowas alle 2 Jahre machen können. Ja? Okay, das wäre schön. Also in 2 Jahren wieder? Ja, genau. Ja. Ist es in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil? Ja, genau. Zusammen mit der Marktgemeinde Rankweil, mit Andreas Walli haben wir alles organisiert. Und, ja. Wie offen, dass ein Römerort bleibt, Rankweil. Ja. Sehr schön. Und morgen ist auch noch das Reisezielmuseum. Das genau, trifft sich natürlich sehr gut. Ja, genau, ja. Eben so. Kommen sehr viele Leute. Und bei einem Verein muss man da Italienisch sprechen können, um teilzunehmen. Kann jeder kommen, beitreten. Ja? Da muss er nur die Interessen, die Geschichte haben. Ja? Sehr gut. Wichtig, ja? Ja, dann vielen Dank. Danke. Grazie mille und viel Spaß noch. Grazie, ja? Danke. Ciao, Moderno. Ciao. Servizi eccetera, quindi ti sta sui maroni. Se vieni a fare soldato da me sei molto duro. No, moment, I need to remember how to blow it. I know. It's can be. Transport. Yes. And when I want. Das ist la Truncole. Truncole. Typisch von römische Legionär. Mhm. Typische Spiele. Okay. Materialien reinlegen, Verzierungen machen und das Leder oben drauf. Und dann gibt es so ein Relief. Oder? Ja, ja. Und das ist eine schöne Verzierung. Wow. Das habe ich schon x-mal verzierigt. Aber das ist dann so. Genau, und so ist es dann. Was ist das? Das ist eine Lorica segmentata, sogenannte Lorica segmentata in Latein. Und das ist der Schirmpanzer. Und das war bei den Legionären in Gebrauch, sagen wir so, in unserer Zeit, also zweite Hälfte der 1. Jahrhunderte nach Christus. Und ja, und das ist ziemlich, ich würde sagen,
ein Jahrhundert lang in Gebrauch. Ein Riesentuch. Sonst gab es diese, die da hinten, Lorike Hamata. Mhm. Die Lorike Hamata waren Kettenhände. Ja, Kettenhände. Okay. Kettenhände. Kettenhände gab es immer. In jeder Zeit gab es Kettenhände. Es gibt eine dritte Panzerschütze, das heißt die Lorike Squamata. Mhm. Haben wir auch hier einen Einsatz. Und das ist der Schuppen. Schuppenpanzer. Ja, genau. Wie schwer ist die? Ja, gut darauf fahren. Also das ist ca. 12 Kilo. 12 Kilo. Okay. Ungefähr. Ja, jetzt habe ich die. Habe ich das zuerst angelegt. Mhm. Was kommt dann? Oder? Danach kommt. Gleich. Mhm. Das ist ein Gladius, Mainz, das ist da gehärtet, kampfdörflich. Und das ist ein sogenannter Mainz. Warum Mainz? Weil die Funde wurden in Mainz für dieses Modell, diese Version von Gladius. Es gab, das ist die maximale Länge, weil das ist eine Stickwaffe. Und ja, man konnte von hier bis hier lang sein. Ne? Ja, alles natürlich wie damals nachgemacht. Leder mit Naturfarben und Wild. Fein von Wild oder hier für die Griffe und alles. Ja, und das wird auf der rechten Seite. Egal, ob du. Links- oder Rechtshänder. Egal. Ich zeige auch, warum. Vielleicht hast du mir kurz helfen. Ja, klar. Danke. Genau. Muss so sein. Jetzt, was kommt? Warum zuerst diese Gladius? Das sind die. Ja, das kommt auch jetzt. Warum das? Weil zuerst das und dann kommt diese Singulum. Mhm. Diese Gürtel mit Dolch, Pugio. Aha. Und wird hier so angelegt, angezogen. Und du kannst mir kurz helfen, ja. Weil wir müssen in den Rief, in den Hacken. Ja, wir müssen hacken. Ja, ich im Hacken. Ich denke hin. Ja. Aber da ist noch verdreht, schau. Aber das gehört. Und jetzt fest. Ganz fest. So. Und jetzt wissen wir warum. Zuerst das Gladius, weil das muss den Gladius fester halten und nicht wackelig sein. Ja. Rechte Hand, ja, Revolver ausziehen oder so. Oder? Stickwaffe bei der Höhe. Ja. Und warum auf der rechten Seite? Es gab natürlich Ausnahmen. Nur Centurionen oder, hatten das auf der linken Seite. Normalerweise kämpften sie nicht mit so einem Schild. Das heißt, Schild auf der rechten mit der linken Hand und Gladius. Und das war die Kampfstellung, die typische Kampfstellung. Man hat gezielt Waffe, Hals oder hinten an den Füßen und so weiter. Mit dem Schildbuch hier, ja, Umbau, das war auch eine Waffe, wie Sie sehen, oder? Ja, es gab verschiedene Techniken zum Kämpfen. Ja, und was kommt jetzt? Was kommt? Der Helm. Ganz genau. Jetzt kommen wir mit meinem Helm raus, aus dem Wunderzelt. Das ist mein Helm. Wie damals gemacht, natürlich hat er ein professioneller Schmiede gemacht, oder? Und eine Platte mit Hammer, ja. Und das ist dann sogenannte Weisenau, oder? Weil wir, wie vorher gesagt, für das Stadium, oder, wurden diese Helme, diese Typen von Helmen, es gab verschiedene, zum Beispiel in Weisenau, die meisten wurden dort gefunden. Jetzt haben wir ein kleines Problem mit dem Haaren, natürlich. Normalerweise gibt es eine Filzkappe drinnen, damit nicht so unangenehm
Aber bevor ich das sehe, vielleicht kann mir jeder, jemand vielleicht probieren oder einfach so schauen, wie es liegt. Ja, du willst. Wow, das ist schwer. Ja, natürlich, das ist eine. Es gibt auch leichtere, oder? Die billiger sind, natürlich. Aber das ist wie damals. Kommt da 5 Kilo? Nein, das nicht. Aber es gibt andere Modelle. Also, die maximale Gewicht ist das. Ist diese hier. Zeige ich euch gleich. Unterschied. Ja. Ja. Ja, ein bisschen leichter. Ja? Aber, nein, das ist nicht schwerer, leichter. Schwerer. Das ist schwerer. Schwerer, ja. Das ist schwerer. Okay. Und wie man feststellt, es ist schon schwer, oder? Ja, also. Ja, jetzt fehlen mir natürlich, aber ein bisschen falsch gemacht, weil jetzt natürlich die Calcei benagelte, also Stiefel wie diese hier, oder? C'è il chiodo di sotto, no? Ecco, vedete? Qua abbiamo le due, wir haben hier die zwei verschiedene Versionen von den Soldaten, die Kalige, die Sandalen, oder die Calcei, geschlossene Stiefel. Das hatten die Römer. Ja, und die Nagel waren sehr wichtig. Du konntest diese konnten festhalten im Kampf, oder? Und vor allem wichtig waren zu marschieren. Weil er musste natürlich die Sohle schützen, oder? Ja. Die zwei Kommilitonen hier kommen aus Italien. Ich bin auch Italiener, aber ich bin in Vorarlberg, seit 20 Jahren lebe ich in Vorarlberg. Wir sind der Verein der römischen Kultur und Geschichte Vorarlbergs, seit 11 Jahren tätig hier, vor allem am Reisezielmuseum. Aber für diese Veranstaltung, dieses Römerfest, haben wir die Legio Ferrata aus Italien hier kommen lassen. Und danke. Sie haben natürlich andere Schiffe. Linken Hand. Wer will das probieren? Also, mit einem Gefühl. Linke Hand. Egal. Aufpassen auf die Füße. Weil es ist ziemlich schwer. Ja. Und Hüftspeer. Also, jetzt frage ich euch, wie weit konnte das vergrößert werden? Wie weit? Reichweite. Was schätzt ihr? 25 maximale 25 Meter, ja. Also das ist eigentlich echte Ziel war da zu werfen. Das ist ziemlich weich als Eisen. Das heißt, konnte durchbohren, die Schilde durchbohren, hat sich gebogen und dann waren diese Schilder für den Gegner nicht mehr zum Gebrauch. Und dann in einem Kampf gegen Römer ohne Schild, viel Glück. Oder? Natürlich, Reichweite konnte anders sehen, oder? Sein, oder? Wenn sie von oben das geworfen haben. Das ist klar. Aber so, das ist eine Variante, ziemlich schwer. Kann man auch probieren, wer will, oder? Ein bisschen Gefühl haben. Amata, Kettenhemd. Das war in Gebrauch seit ewig, oder? Frühe republikanische Zeit, bis zum Mittelalter gab es diese hier. Und das ist eine Lorica segmentata, Schienenpanzer. Und das war in Gebrauch von, sagen wir so, Anfang 1. Jahrhundert nach Christus bis ein Jahrhundert lang ungefähr. Wir reden von circa gesamt um 40 Kilo, oder? Ungefähr, oder? Und die haben schon lang marschieren sollen, müssen, oder? Ja, sagen wir so, bis 40 Kilometer am Tag. Aber in wirklich, ja. Und danach müssen wir denken, was haben die Römer gemacht, wenn sie zum Beispiel hier gekommen wären, nach einem langen Marsch? Also schlafen. Sie mussten gleich ein Lager bauen, oder? Alle. Und jeder hatte seine Aufgaben, oder? Also mein Name ist eigentlich normalerweise Gerhard Sohm, aber für die nächsten zwei Tage heiße ich Gaius Flavius Germanus. Mhm. Bin Centurio, also Centurio, nicht Centurio, aus Centurio.
Und ja, bin da eigentlich der Kommandant von der Vorarlberg-Abteilung, die heißt RAPAX. Das war damals die Legion, die 21. Legion, die Vorarlberg damals erobert hat. Diesmal, wir machen das jetzt das erste Mal in diesem großen Umfang, hatten vor 9 Jahren die 21. Legion aus Polen hier, also im gleichen Umfang ungefähr, großen Umfang wie hier. Nur nicht so tolle Programmpunkte. Wetterglück war dasselbe, oder? Das Wetterglück war damals sehr viel heißer. Heute haben wir also relativ Glück, dass es nicht runterbrennt, weil da kollabiert man diesen Ironclad. Das übrigens sehr authentisch ist, also das muss man einfach sagen. Weil alles, was wir hier also an Applikationen haben, hat man in Brigantium gefunden. Nicht? Also unter diesem Böckli-Areal, wo damals ein Römerkastell war, kann man sagen, diese Schuppen, diese Applikationen, dieser Dolch, diese Platten von Gladiusgürtel, also Dolchgürtel, genauso rekonstruiert. Also da haben wir uns sehr akribisch drum gekümmert. Ein Kenturier ist immer so reich dekoriert gewesen? Ja, natürlich, ja. Da haben wir dann also diese Verlehre, nennt sich das. Das sind so eine Art Orden. Nicht, oder? Also derjenige hat relativ erfolgreiche Schlachten schon absolviert, hat aber das Kenturier gebracht hat und hat dann eben den ganzen Stolz, dass er dabei gehabt hat. Nicht, und da haben wir eben ein bisschen Dollar auch auf Google und ja. Schwert. Nicht, waren es auch die, die sich hier dann niedergelassen haben? Das war eigentlich nicht so. Wir haben die militärische Phase in Vorarlberg eigentlich nur so im ersten Jahrhundert gehabt. Das war dann also ein sicheres Land. Es war dann nicht mehr so, dass militärische Präsenz vorhanden sein musste. Wir sind dann eher Richtung Norden, also die Rapax-Legion, die ist dann nach Schweiz, in die Schweiz hinübergezogen, überhaupt in Windisch, in der Lissa damals. War damals also die Hauptzentrale dieser Legion, waren sicher auch Teile dieser Legioneinheiten hier. Aber die hauptmilitärische Präsenz war allen im Böckli-Areal in Bregenz. Das hier ist eine Villa Rustica, eigentlich nur ein kleines Bauernhöfchen, nicht, oder? Ja. Das eine Straße Richtung Mailand geführt hat. Und wo eine südlich von uns, Clunia nennt sich das, eine Pferdewechselstation war. Die allerdings noch nicht ausgegraben wurde, aber lokalisiert. Okay. Ist denn da was angedacht in naher Zukunft? Dass man Clunia zumindest in Clunia wurde was freigelegt, aber wieder zugeschüttet wegen einer neuen Wohnanlage. Leider, aber hier. Das ist ja hier öffentlicher Grund der Marktgemeinde und wir wissen, dass hier noch sehr, sehr viel unter dem Boden schlummert. Und zwar vor allem da im westlichen Teil. Das heißt, es werden demnächst sind Ausgrabungen geplant. Zunächst mal also der geomagnetisches Radarmessungen sind das, also wo man nicht den Boden gräbt, sondern feststellen kann durch Radar, welche Grundrisse, welche Strukturen unten in welcher Tiefe und in welcher Tiefe vorhanden sind. Und dann macht man sicher die Ausgrabungen. Das ist der Plan. Woher rührt dein persönliches Interesse für diese Kultur, das Römische? Gibt es irgendwelche Wurzeln oder war das immer schon so? Das war jetzt seit der Volksschule, wo ich das erste Mal Asterix gelesen habe, nicht, oder? Und dann weiß eigentlich keiner von uns nicht, warum eigentlich gerade dieser Zweig von Interesse, aber es war einfach da. Das wird jeder sagen, einfach Interesse. Also bei mir hat es einfach eben dieser Asterix so irgendwie so. Da kamen dann diese Filme, nicht, oder? Und es hat mich einfach fasziniert, oder? Dann habe ich mich also wirklich relativ intensiv damit beschäftigt. Also jetzt einfach schon seit 40 Jahren, nicht, oder? Schön, ja. Und dann war das so, dass ich selber also mal Mitglied war von der Wiener Reenactments-Gruppe, nicht, oder? Dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass zwei Römer, die in Vorarlberg leben, Giuseppe und Mauro, da planen da selber so eine Art Chapter, also eine Kohorte aufzuziehen. Nicht? Und da waren wir zu dritt am Anfang vor 12 Jahren. Oder? Ja, und das hat sich natürlich entwickelt. Und wie viele Mitglieder gibt es heute? Also in Vorarlberg zählen wir jetzt mal 8, wir waren schon 12, aber das kommen und gehen. Aktuell sind es 8. Nicht, oder? Ja. Aber sind natürlich jederzeit alle Interessen senden eingeladen. Nicht, oder? Sehr schön. Uns ein bisschen über die Schulter zu blicken und eventuell sogar mitmachen. Ganz neuen Legionär haben wir seit 2 Tagen, sehr begeistert, und ist Oberarzt. Kann man natürlich brauchen, und ich hoffe, wir brauchen ihn nicht, aber ja, doch immer ein gutes Gefühl, wenn man sowas hat, nicht, oder? In der Legion. Super, dann sage ich vielen Dank für alles das Gespräch, da. Alles Gute. Bitte. Ja. Meine Wenigkeit hier als Helfer. So, wie war die Ausrüstung der Römer? Sie sind zu Fuß gekommen aus Italien, aus Romagna, so. Und die Schuhe sind immer noch da, also perfekt. Ja, danke, mir weiter. Ja? Diese
Schienenpanzer, circa 12 Kilo schwer. Ja, natürlich, war sehr gut im Kampf. Gnade sozusagen, aber ihr, das Publikum, entscheidet. Ihr wisst, diesen hier Mars, diesen hier Vita. Wofür entscheidet ihr euch? Ich sehe, dem Gladiator widerfährt Gnade. Bravo, er bedankt sich. Das heißt, er hat noch eine weitere Chance. Jetzt der entscheidende Moment. Herr Miller ist schon verletzt am Bein. Sie nehmen es. Schicksal ist entschieden. Ein weiterer Kämpfer im Gladiatorenhimmel.